ist für viele Jungs im Chor, für uns gemeinsam wirklich eigentlich so der Höhepunkt des Jahres. Und für die Jungs ist das schon ein erhebendes Gefühl, tatsächlich vor so vielen Leuten zu singen und zu sehen, dass die Eltern gerührt sind und staunend angucken dabei und am Ende mit Standing Ovations dann aus der Kirche rausgehen zu können. Und dieses Erlebnis fehlt uns jetzt in diesem Jahr. Denn in diesem Jahr wurden alle Auftritte der Chorknaben Uetersen abgesagt. Ich finde, es klingt sehr schön. Jetzt hatten wir eben bei dem A gerade drüber geredet, wie es ist, wenn du den Mund ein bisschen weiter aufmachst. Mehr als 25.000 Euro Eintrittsgelder fallen weg und das konkrete Ziel, auf das sie hinarbeiten. Ihre Stimmen fit halten müssen sie trotzdem. Super, spitze, das wären 4 Takte gewesen. Wir können es ein bisschen schneller machen. Ich glaube, dann ist es noch leichter sogar. 120 Chorknaben, eine halbe Stunde Online-Unterricht pro Woche bekommt jeder einzeln. Vor Corona waren es gemeinsame Proben, mehrere Stunden lang, an mindestens 3 Tagen die Woche. Mir fehlt momentan die Gemeinschaft, dass man alle sieht. Aber wenn man mit den anderen zusammenprobt, ist es schon was anderes, weil da hat man irgendwie das Gefühl, man fühlt sich mutiger in der Menge zu singen, als dann alleine. Solange es noch möglich war, hat Chorleiter Hans-Joachim Lustig deshalb sogar im Parkhaus geprobt, mit ausreichend Abstand und guter Akustik. Ich fand es amüsant, wirklich amüsant. Gut, man muss dann gucken, dass man die Scherben immer wieder wegfegt und man muss manche Gerüche, die da sind, mit Deospray übersprühen, einfach damit man es aushalten kann. Aber wir haben das wirklich sportlich so gesehen. Gemeinsame Ausfahrten, Sommerfeste und Weihnachtsfeiern, das gab es früher regelmäßig. Und du hast ja jetzt keine Schule. Jetzt haben die Jungs nur noch Online-Kontakt zu ihrem Lehrer. Na, es ist halt schade, weil man sieht halt die Leute auch nicht mehr. Und das hat den Chor, finde ich, auch ein bisschen ausgemacht, dass man mit den Leuten auch Dinge erlebt und nicht nur singt. Ja. Das ist erstens natürlich eine Herausforderung, aber zweitens stärkt das wirklich das eigenständige Singen. Und von daher bin ich ganz optimistisch, dass uns das in dem Moment, wo wir als Gruppe wieder enger zusammenrücken können, auch zugutekommt, dass jeder es trainiert hat, eigenständig wirklich sein Mann zu stehen. Trotz Einzelunterricht und fehlender Auftritte. Nur 2 Mitglieder haben den Chor verlassen. 120 Jungs sind dabei geblieben und hoffen auf die Weihnachtskonzerte im kommenden Jahr.